Hörst du ihn jetzt auch? Da Vielleicht vorne, ein bisschen. da vorne ist er. Direkt vor dir, rechts da. Also leicht rechts vor uns. Da unten. Habe ich ihn gerade laufen sehen. Ich höre schon wieder was schreien. Ja, ich habe auch schon mal einen Brandpfeil angemacht. Ich hole mir noch einen Blitzerzwing. Weil ich es kann. Da vorne ist er. Im Lager von den anderen. Warum die sich gerade gegenseitig kaputt? Ich schieße mal einen hinter. Treffer. Und da musst du aber aufpassen, weil wenn der aggressiv ist, der rennt richtig schnell und hässlich. Ich schieß gleich noch einen. Er brennt. Siehst du ihn? Ja. Sehr gut. Oh, er ist tot. Der ist umgefallen. Das ging ja schnell. Das ging ja zügig. War schon wieder, oder was? Vor allem, was ist das für ein nices Lager? Das hatten wir ja noch gar nicht gesehen, oder? Weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, nein. Kann man den jetzt irgendwie... Nee, ne? Nö, mit dem kannst du nichts... Oder? Okay, das ist die... Hä? Aber der knackt so komisch, wenn man draufschlägt. Ah, das war der Koffer. Okay. Und ein Stein ist drunter, aber ich glaube so. Wir sollten am besten nicht gleichzeitig draufhauen. Nee. Hey, da ist noch ein Topf. Mitgenommen. Sehr gut. Das war ja jetzt eigentlich schon fast langweilig, ne? Ja, ne? Oh, da ist noch ein Topf, aber ich habe noch einen auf Lager, glaube ich, so wie es ausschaut. Ah, Lizard. Das klappt hier langsam immer besser, du. Lizard, Lizard, Lizard. Lizard, Lizard, Lizard. Da vorne ist auch ein Lizard. Das ist sehr gut. Man kann, glaube ich, 3 Stück mitnehmen. Einen getrockneten habe ich noch auf Lager. Und die Haut kann man auch immer gut gebrauchen. Ich kann auch keine Ropes mehr mitnehmen. Ah, ich glaube, ich kenne das Lager. Ich glaube, wir waren hier sogar schon mal. Ich glaube, wir sind hier... Oder sind wir mal aus dem Teich aufgetaucht? Nee, ne? Ach, ich weiß es auch nicht. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Nee, kann auch, kann ja gar nicht sein. Wir haben ja noch kein Tauchgerät. Und ich habe auch keinen Dunst, wo man das blöde Tauchgerät herkriegt. So. Hattest du noch irgendwo einen Lizard rumliegen? Habe ich dich gerade gekillt? Nee. Nö. Ein Lizard rumliegen? Nö. Ich habe gerade festgestellt, ich habe noch einen da gehabt zum Essen. Okay. Ich sehe es gerade nur ein bisschen dunkel werden, leider. Ist aber auch. Deswegen sollten wir demnächst dann vielleicht wieder Richtung Lager. Ja, da hast du wohl recht. Jo. Mein Problem ist nur, ich habe die Overlays, glaube ich, ausgeschaltet, deswegen sehe ich nicht, wo es ist. Oh, man könnte hier mal sprengen. Au ja. Warte mal, das ging. Kannst du auch gerne du, wenn du möchtest. Nee, mach ruhig, mach ruhig. Ich schau dir gar nicht zu dabei. Dynamit in die Hand nehmen und mit dem Feuerzeug anzünden. Ach, da unten ist das, jetzt hab ich's. Da müssen wir aber auch irgendwann alle Löcher finden, ne? Und weg. Bin weg. Yeah! Ah, das könnte man sogar werfen, das ist ja lustig. Was sind Münzen? Ernsthaft? Ich hänge jetzt im Loch und... Oh, da ist eine Uhr? Nee, das sind diese Kugeln. Kanonenkugeln. Oh. Old Gun Ammo. Ja. Oh, Menno. Ja, nee, nix auch, Menno. Ja, wir müssen alle Löcher aufsprengen, weil dann können wir uns nämlich tatsächlich eine Schusswaffe zusammen craften. Wenn wir alle Löcher gefunden haben und alle aufgesprengt haben, gibt's Schusswaffen. Cool. Ja, dann gehen wir doch mal langsam wieder zurück, wa? Mhm. Weißt du grob die Richtung? Ja, irgendwie. Das sind irgendwie da hoch, oder? Jo. Ja, dann laufen wir da mal hin. Eieiei. Das wird aber auch schnell dunkel hier. Mensch, der Tag vergeht ja wie so. Mhm. Irgendwie. Sind wir hier bei unserer Basis? Ach, da vorne. Oh ja.
Also ich schon, ich weiß nicht, wo du bist. Ja, ungefähr da, wo du bist. Und ich habe verdammt nochmal Hunger. Die Treppe, da reiße ich übrigens nochmal ab, weil das ist irgendwie doof so. Ja, findest du? Irgendwie schon. Man kommt halt unten nicht mehr rein. Davon Dann. abgesehen, ja. Oh, ich höre schon wieder irgendwas. Ja, ich höre es durch dein Mikro. Entschuldigung, war zu laut. Ja. Geh mal lieber rein hier. Lass dir die Tür offen. Das ist total freundlich von dir. Wo ist denn die Tür? Da. Ich mach die dann mal zu hinter mir. Jo, mach mal. Mach ich Da sind mal. sie, die Spazis. Richtung Wo? Strand runter. Ja, gut, da können sie bleiben von mir aus. Ist mir wurscht. Gehen wir mal pennen kurz, oder? Jo. Dass wir wieder Tageslicht haben. Ich bin jetzt. Oh, das ist, glaube ich, so ein aggressiver Fuzzi. Er hat eine Maske auf von einem Gesicht. Ja? Ja, die machen hier kaputt. Was machen die kaputt? Die wollen zumindest kaputt machen unsere Wände. Aber wir gehen lieber pennen. Gehen wir mal kurz pennen, genau, dann. Vielleicht sind sie dann auch weg. Ja, weil Wenn ich denn pennen die kann. wissen genau, wenn wir friedlich am Schlafen sind, dann gehen sie nämlich wieder und lassen uns in Frieden. Genau. Ja. So, Nee, ich kann nicht. wir können noch nicht, nee. Ich kann sowieso gar nicht. Aber ich Wo kann sind. Au. speichern. Das ist gut. Jetzt kann ich schlafen. Ist nicht wahr. Jo, Guck können wir mal, ich schlafen? kann. Also ich kann. Ich kann noch nicht. Na gut. Müssen wir noch kurz warten, bitte. Aber hier rennen sie gerade rum irgendwo. Wir müssen definitiv die Fallen da abbauen, wo sie stehen, weil die helfen da nichts. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob die Fallen überhaupt irgendwo jemals was helfen. Vielleicht, wenn du sie an die Wände hinbaust, dass er, wenn sie gegen die Wände laufen, da dagegen laufen, stattdessen. Ja, könnte sein. Wir müssen sie aber auch vielleicht auch irgendwie einfach nur da reinlocken. Weh, du zündest das Effigy an hier unten. Mann. Und wir brauchen wieder Federn, weil ich brauche wieder mehr Pfeile. Und ich habe auch gesehen, man kann mittlerweile Knochenpfeile machen. Oh, auch cool. Das aber ist trotzdem total. brauchen wir Federn. Ja, aber es ist total geil, weil Knochenpfeile, die sind richtig hardcore. Oh, machen die mehr Schaden? Die machen richtig heftig Schaden, ja. Mhm. Dann kosten halt Knochen und Knochen sind ja leider sehr teuer. Weil für Knochen musst du erstmal keine Ahnung wie viele Pfeile opfern. So, ich denke mal, ich kann jetzt vielleicht schlafen. Ja, ich kann schlafen. Sehr gut. Ich jetzt auch. Und ich finde es total toll, dass ich die Anzeige endlich habe. Sehr gut, sehr gut. Wehe, du kackst ab. Wehe, du kackst ab, du Spiel. Dankeschön. Ich speichere mal. Jo, ich auch. Wunderbar. Hat's funktioniert? Hat funktioniert. Sehr Nix gut. abgestürzt und so weiter. Ich Und habe ja es muss auch. mal endlich wieder regnen, weil wir haben fast nichts mehr. Ah ja, stimmt. Essen und Trinken ist vielleicht angebracht, ja. Ja, ich nutze ja jetzt momentan auch eine andere Aufnahmesoftware, um mal ausschließen zu können, dass es an der liegt. Deswegen habe ich jetzt aktuell den OBS mal. Wir haben nicht mehr viel zu trinken, wir haben gar nichts mehr zu trinken. Hast du jetzt den Rest ausgezogen, ja? Neben zweiten von links ist noch ein bisschen was drin. Ja, aber das ist zu wenig, als dass ich es trinken könnte. Das möchte er nämlich nicht dann. Das tut mir Okay. leid. Da vorne. Ja, ist ja gestresst. Ich habe genug Coke am Start. Okay. Und wenn nicht, gehen wir ins Lager rüber und holen uns noch mehr Coke. So, An der Treppe nach unten. da vorne rennt einer. Aber der rennt weg, glaube Da ich, rennen oder? drei. Drei? Aber die rennen alle drei weg, oder? Also, was ich jetzt von hier gesehen habe, zumindest. Da hinten sind nochmal zwei, drei. Sind aber nicht die, die wir gerade weggelaufen sind. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, Nee, weiß ich weiß nicht. ich aber. Weißt du aber, ja? Faszinierend. Ich muss ja sagen, ich finde diesen Aussichtspunkt hier oben geil. Die Falle hat Oder? übrigens ausgelöst. Das heißt, es muss einer reingerannt sein, aber der ist nicht draufgegangen. Das ist genau das Problem bei diesen Fallen. Vor allem bei der Happy Birthday Trap. Habe ich auch in diversen Recherchen schon rausfinden müssen, dass die es nur sehr selten irgendwie getöten, leider. Wie unglücklich, aber auch. Ja, ich baue sie trotzdem mal wieder auf. Einfach nur, weil wir es können. Jo. So. Jo, da hast du recht. So ist gut. So ist gut, ne? Genau. Okay, ich gehe mal wieder Bäume fällen. Mach das. Überleg mir einen neuen Plan für die Treppe. Ja, mach das mal.
Ich meine, ich finde es so jetzt an sich auch nicht schlecht, weil wir können ja nach unten, können wir ja rein theoretisch, haben wir die Treppe ja hinten. Weißt du, wie ich meine? Und dann Stimmt, ja. kann man von hinten immer noch in die untere Etage reingehen, zur Not, wenn man unten rein müsste oder möchte oder was auch immer. Baum fällt. Dann haue ich gleich den nächsten um. Und bevor wir die Treppe vorne dann bauen und nicht mehr rauskommen, weil innen steht ja noch der Holzkarren, den sollten wir vorher raustun vielleicht. Stimmt wohl. Okay, da kann ich nur einen Floor machen, das will ich noch gar nicht. Was kannst du machen? Custom Floor. Achso. Ja, Custom Floors sind blöd. Da brauchst du nämlich erstmal die Custom Wall dafür. Oh, das ist doch eine Idee. Was ist eine Idee? Dass ich eben mit der Plattform anfange hier. Mach du einfach. Ich lass mich total überraschen einfach. Ja, mach das mal. Ja, ich mach das mal. Ich habe schon wieder keine Condition mehr. Wo du halt Musik hören. Das stimmt. Aber irgendwie aktiviert er bei mir den Player immer nicht. Zumindest nicht mit O. Aber jetzt. Und ich bin so froh, damit ich. Oh, Freunde, Freunde der Nacht. Haben uns aber noch nicht gesehen. Laufen vorbei. Ich habe nämlich auch keinen Bock auf die gerade. Ich muss bauen. Haben uns gesehen. Ach, da vorne stehen sie. Direkt an der Basis bei dir. Boah, Kinder. Und da ist einer, der so eine blöde Maske von einem Einwohner aufhat. Oh, sogar zwei. So. Die schneide ich immer so zicht, dann hat das Grinsen auch da. Ja, aber die sind heftig aggressiv und stark vor allem. Das ist krass. Waren das nicht gerade mehr noch? Ja, ich glaube, der ist abgehauen, aber das heißt gar nichts. Na gut. Kann schon nicht arbeiten. Ja, wem sagst du das? Ich verheiz die beiden gleich mal. Oh, jetzt sieht man mal die Gesichtsmaske schön, die aufhaben. Das ist so widerlich einfach. Hast du das schon angeschaut? Oh. Und von hinten sieht man es, wie es zugenäht ist. Teufel, Bei ja. dem anderen. Die Das ist sind ja so eklig. volle Gnatze wie. Oh. Also ich finde die Idee einfach geil, sowas einzubauen. Weil das so ein bisschen mehr, es soll ja eigentlich ein Horror-Survival sein, aber ich finde Ja. jetzt, bis auf die Tatsache, dass wir mal gegen Kannibalen oder so, ist es eigentlich nur ein Survival-Horror-Faktor, ist eigentlich nur durch diese komischen zusammengeflickten Tentakel-Kreaturen ein bisschen. Und die Höhlen machen vielleicht noch ein bisschen so Horrorstimmung, aber jetzt mit den Gesichtsmasken so, das ist schon echt widerlich. Ja, das stimmt. Aber ist geil. Geile Idee auf jeden Fall. Ja. So, ich bring gleich mal den Kahn raus. Jo. Ja, war ich zu langsam. Und ich habe da noch einen Raw Lizard. Bring ich den jetzt schnell hinter? Ich bring den mal schnell hinter. Das Ding ist, langsam wird es eine logistische Herausforderung, das Spiel. So, wo bringt man was hin und wann am besten wäre es, wenn man so ein automatisches Warenwirtschaftssystem hier bauen könnte? Oh ja. So Amazon-like, weißt schon? Das wäre total knorke, aber naja. Ah, ich kann die da gerade noch nicht hinbauen. Sehr doof. Ja, was kannst du nicht hinbauen? Custom Stairs. Ja, geht das so? Das wäre natürlich auch eine Idee, dass ich die von da unten baue. Wie meinst? So. Mal gucken, ob das jetzt so geht. Garantiert. Ja, das geht, das geht. Dann brauche ich den Quatsch da hinten nämlich nicht. Ich Kann ich höre das sie schon. eigentlich loslassen? Da ist schon wieder einer da. Ich möchte jetzt bitte meine Waffe haben, doch. Aua, 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 Alter! Gib sie ihm, ich repariere die Tür dann schon. Hey, der hat mich gerade weggeklettert. Und ich mache gerade irgendwie
Käse. Mein Gott, habe ich viele Treppendinger gebaut. Stirb endlich! Mann!